Hey, ja, hier ist der Stuppen. Willkommen zurück zu Dead by Daylight, zur ersten Multiplayer-Partie. Ich bin hier mit dem Chroma, der bei mir auch verlinkt ist auf meinem Kanal. Er ist schon ein bisschen erfahren in dem Spiel. Ich bin hier, habe hier nur das Tutorial gemacht bisher. Seitdem habe ich auch nichts tatsächlich gespielt. Und ich bin jetzt recht Stufe 1, erst Stufe 14. Und ja, bin entsprechend, müsst ihr noch warten, weil er es bei ihm auf seinem Kanal hat. Also, falls ihr das auch als Livestream sehen wollt, auch nachträglich, könnt ihr es bei ihm gucken. Bei mir gibt es entsprechend das in Einzelfolgen oder wie immer ich das machen werde. Ich habe das ja gesagt, es kann so sein, auch so. Und ja, wir warten jetzt ab, bis er da ist, alles vorbereitet hat bei sich und wir können dann entsprechend hier loslegen. Ja, ich spiele hier mit Claudette Morel. Kann ich ein bisschen was, hier zeigen hier. Ihr könnt das mal lesen. Ich weiß nicht, wann er wiederkommt, deswegen die kurze Hintergrundgeschichte von ihm, von ihr. Die wurde mir empfohlen. Es gibt ein paar Talente, die muss ich immer noch freischalten, wenn ich richtig deute. Ja, überhaupt noch, überhaupt sonst, wir haben ja nur das Tutorial gemacht bisher, das heißt, ich weiß vieles nicht. Ansonsten, Tigritual habe ich nicht, habe jetzt auch tatsächlich nie so viel, ich habe ja noch nichts freigeschaltet, also hier kann ich noch nichts machen. Ja, das werden wir jetzt alles im Laufe der Zeit entdecken. Stufe 1 zum Fortfahren klicken, Blutnetz zum Verteilen, zum Blutpumpen. Wieder was zu lesen, wie gesagt, das spare ich euch in dem Fall. Drückt auf Pause und lest es dann. Und hier kann ich jetzt was einstellen, das Blutnetz. Aha. Okay. Stufe 50 ist. Er ist Stufe 50. Ich Stufe 1. Er ist schon alles freigeschaltet. Auf Stufe 10 er macht Entitus. Aha. Okay, das klingt kompliziert. Werde ich mir noch mal nachträglich nochmal lesen. was haben wir hier? Nehmen wir ein bisschen was. Schalte die Fähigkeiten frei, Killereigentum zu verfolgen. Selbstheilungsaktion. Ja, die will ich auf jeden Fall mir mal besorgen. Was muss ich jetzt machen? Achso. Okay. Hab wir mal ein paar Punkte erhalten durch unser Tutorial. Deswegen sind wir ja nicht komplett ahnungslos. Erhöht leicht das Glück, betrifft den Besitzer kombinierbar. Weiß nicht, was ich damit machen soll, aber. Talent ungewöhnlich. Aha, eine Aura von Kisten. So, könnte ich jetzt auch noch nehmen. Haben wir noch genug? Killer-Eigentum zu erfolgen. Stufe 2. Unvorhersehbarkeit. Jede Ebene des Blutnetzes wird prozedural generiert. Bedenke, dass seine Gestaltung und sein Inhalt unvorhersehbar sind. Aha. Jetzt bin ich schon Stufe 2. Ich hab noch nichts gemacht. Und noch nicht gespielt. Taschenlampe? Doofe Idee. In einem Spiel, wo es darum geht zu überleben. Den schwarzen Schleier. Keine Ahnung. Eine Sekunde weniger Licht sichtbar. Das ist gut. Das kann ich gar nicht nehmen. Was brauche ich dafür? Keine Ahnung. Taschenlampe. Ach so. Okay. Jetzt kann ich das nehmen. Wir sind Stufe 3. So schnell kann es gehen. Warten, was?
Bart Nelken Duftkissen. Tapferkeit 50% Bonuspunkte. Aha. Was bräuchte das eigentlich alles? Das ist eine gute Frage, ehrlich gesagt. Das ist mein ganzes Talent. Das krieg. Ach so. Das kann ich noch alles gar nicht benutzen. Also alles viel, was ich jetzt benutzt habe, kann ich gar nicht gebrauchen. Ja, ja gut. Wie weißt du, was du für 3? Ja, bin ich ja nicht ganz ahnungslos, hä? Bin nicht ganz hoffnungslos unterlegen wahrscheinlich, aber ich glaube schon. Ja, bei Chroma könnt ihr übrigens so Livestreams gucken von diversen Spielen. Hat früher auch als Let's Player agiert. Jetzt ist er Streamer. Ja, ihr werdet ihn gleich hören. Er wird gleich sich melden und dann ist er auch bereit auf seinem Livestream. Ihr habt hier gerade das ganze Vorgeplänkel von mir. Wo ich, wie gesagt, ich habe vor dem Spiel sonst nichts gespielt. Seit dem Tutorial. Daher. Ich bin gespannt. Ich bin tatsächlich auch gespannt, was so mich erwarten wird. Ich weiß auch nicht, wie lange die Folgen werden. Ich wurde schon vorgewarnt, es kann auch ganz schnell gehen, weil ich hoffnungslos unterlegen bin mit meiner Stufe 1, also meine Stufe 1 Spielerstufe und 3 als dem Charakter. Der wurde mir auch empfohlen, weil der anfängerfreundlich sein soll. Ob das so ist, weiß ich nicht. Das ist gut, hier Selbstversorger kann ich übrigens selber heilen, das ist ganz cool. Wurde mir empfohlen, das zu verwenden. Der Rest müssen wir mal gucken, wann wir das gebrauchen können. Irgendwann, wenn wir mehr Stufen haben. Also Charakterstufen müssen wir erst, Spielerstufen erreichen. Da haben wir noch viel zuvor, haben wir noch viel vor uns. Ah, das war Discord. Ja, habe ich natürlich jetzt nicht deaktiviert, weil ich im Discord bin. Also weil es mal so bimmelt und so, dann ist das dadurch, keine Sorge. Stört euch hoffentlich nicht. Anpassen, kann jemand anpassen hier? Ach so, hier kann ich noch eine Brille und so ansehen. Aha. Ach so. Oh Gott. Ja klar, ich bin immer für Pink, deswegen Pink. Pink groß habe ich aber leider nicht. Ha. Sieht ein bisschen Flubber-Look aus, ne? Flubber-Look-mäßig. Ja, nehmen wir mal das ist Pink. Pink ist gut. Und bisschen Outfits habe ich nicht. Ja, Blutnetz könnte ich machen, aber machen wir uns drauf. So. Okay. Gut, das ist das Beste für den Anfang, deswegen lassen wir das. Ich könnte auch andere Überlebende nehmen, aber machen wir irgendwann später. Vielleicht mal, wenn ich ein bisschen mehr Ahnung habe vom Spiel. Oder wie allgemein ein besseres Level haben. So. Was gibt's da? Währung für Spielerfortschritt, damit kannst du lehrbare Talente, Charaktere und Anpassungsgegenstände im Shop kaufen. Ach, wer braucht das denn? Ich denke mal auch eine Shop-Währung. Wie Shop-Währung gibt's hier, ey? Spielerfortschritt-Währung und Shop-Währung. Und dann noch eine, und für Blut und für den Charakter gibt's auch noch. Es gibt 3 Währungen, ey. Andere Länder haben nicht mal eine. Was haben wir eigentlich hier so zu tun? Tägliche Rituale. Fange 3 Überlebende mit Bärenfallen. Wir spielen ja hier keinen Killer.
töte als der Hinterwäldler einen Überlebenden mit eigenen Händen. Und Reliquienverehrung. Entkomme und sammle einen neuen Gegenstand einmal. Das sollte hingegen für uns möglich sein. Das gibt 30.000 Punkte. Besser als nix, sag ich mal, ne? Also, kriegt man vom Promission richtig viel. Aber wir müssen entsprechend mehr Spielerstufen haben, damit wir mehr Sachen mitnehmen können. Mehr Fähigkeiten. Ist ja nur eine. Also Tommy ist tatsächlich nur eine Weile her. Deswegen weiß ich jetzt gar nicht. Also ein paar Tage mehr her. Hoffentlich habe ich alles im Kopf. Ich weiß aber, am gleichen total versagt haben. Da war ich einmal zu blöd gesprungen. Am falschen, an der falschen Stelle. Deswegen. So. Ja, ich nehme es ein paar Minuten auf. Es sollte gleich losgehen, keine Bange. Bei ihm gibt es das als Livestream, bei mir gibt es das als Einzel. Sollte der Diebster jetzt hier was mitbekommen? Mahlzeit, Diebster. Ja, am Start. Ja, hallo, hallo. Da ist er ja. Da ist er, ja. Ich hatte ein bisschen länger gedauert, ich musste den Stream zweimal starten. Am Anfang wollte das Programm mal wieder nicht. Jetzt bin ich hier. Ah, ja. Ich habe dir die Zeit, glaube ich, gut überbrückt. Hast du schon irgendwas gemacht? Ja, ich habe entsprechend mich neu eingekleidet und habe ein paar Blutpunkte vergeben. Ach, du hattest sogar schon Blutpunkte? Ja, durch das Tutorial gibt's auch Blutpunkte. Ach, das wusste ich gar nicht. Hatte ich früher nämlich gar nicht. Cool. Ja. Cool. Schöne Sache. Da konnte ich so ein paar Sachen so freischalten. Top, top. Ja. Super. Dann fangen wir einfach mal an. Ich wähle jetzt hier noch so eine Opfergabe aus und ich denke mal, ich nehme jetzt hier nochmal so ein Item mit. Ja. Und ich werde dann erstmal bei mir hier im Livestream ein bisschen die Musik runterschalten, damit man auch alles hört. So. Ja. Und Erste-Hilfe-Kasten sollte ja mal ausreichend hier sein. Ne? Ich weiß nicht, hast du noch irgendwas an Items? Nee, ne? Nee, an Gegenständen habe ich noch. Obwohl, warte mal, doch. Ich könnte Taschenlampe mitnehmen oder ein Erste-Hilfe-Capping-Set. Erste-Hilfe ist gar nicht mal so schlecht. Damit kannst du dich ja selber heilen im Notfall oder andere. Mit der rechten Maustaste. Ansonsten, Taschenlampe ist echt gewöhnungsbedürftig, wie ich immer finde. Ja, weiß ich, habe ich auch überlegt, wenn es darum geht zu schleichen. Soll ich lieber mit der Taschenlampe nicht rumleuchten? Darum ja. Ich würde einfach sagen, nimm einfach Erste Hilfe mit. Ja, und da habe ich jetzt drin. Gewappnet. Kannst dich doppelt so schnell heilen. Was willst du mehr? Ja. So, wie gesagt, Leute, macht euch nichts draus. Der DB, der hat, wie gesagt, bisher nur die Tutorials gespielt. Wir versuchen jetzt natürlich so ein bisschen zu helfen. Falls du Fragen hast, hau's raus. Ja. Dann versuchen wir dir hier als Community so ein bisschen zu helfen. Ja, mal sehen. Machen wir das Beste draus. Ja, bei mir kann man immer mitnuben. Ist doch kein Problem, mein Gott. Jeder muss mal irgendwo bei seinem Spiel anfangen. Und ja, mal, das stimmt. Kann jeder verstehen, also von daher. Jeder fängt mal an. Ja. Und man ist von Anfang an kein Meister. Es sei denn, man hat von Anfang an die Begabung zu diesem Spiel. Wobei ich eigentlich sagen muss, das gibt's ja kaum, ne? Ja, klar. So, wir haben erstmal einen Ping von 140, aber da wissen wir ja mittlerweile, das ist nicht so wichtig. Solange wir ja nicht bei 300 hängen, haben wir Pluspunkte. Also ich nehme einfach mal an. Ja. Drücken wir mal die Daumen. So, Leute, falls ihr da draußen noch ein paar Fragen habt an den Diebster, haut sie einfach raus. Ja, ich kann sie nicht lesen, deswegen. Noch mal ganz kurz, das darf ich mir ja jederzeit erlauben, als Besitzer dieses Kanals. gehen wir mal ganz schnell noch. Ja, wir sind ja eh noch nicht im Ladebildschirm, von daher kann ich dann mal nebenbei nachmachen. Wir suchen uns mal ganz schnell den Diebster seinen Link raus und dann hauen wir den einfach mal raus. Ja. Für jeden, der dich noch nicht kennt. Ja. Bei meiner Spieleauswahl ist er nicht so überraschend. Ja, das habe ich jetzt ganz vergessen, siehst du. Der Diebster, der spielt. Unbekanntes! Das gibt's ja wohl gar nicht. Da steht immer noch PUBG. Nee, das ist nicht der Wahrheit entsprechend. Also dementsprechend, wir ändern das noch. PUBG habe ich leider nicht. So, das ist der Diebster, Leute. Yep. Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2. Sorry, Kroko. Es gibt heute kein PUBG. Es wurde angekündigt schon extra mit DBD. Aber man sieht mal wieder, es gibt hier nur Probleme. Ich passe es natürlich direkt mal an. Ach, sind schon welche da? Sind schon welche da? Echt? Ja, es sind schon ein paar Leute da. Oh Gott. Wie immer.
Bei mir kommen nicht mal welche nach mehreren Tagen. Komm, Kroko, nicht weinen, dass es kein PUBG gibt. Komm, wir machen die nächsten Tage wieder PUBG, wie immer. PUBG, das habe ich leider nicht. Das solltest du dir vielleicht auch zulegen. Es gibt viele Leute, vor allem der Kroko, der guckt das sehr gerne. Bei mir der Kroko, der guckt das so gerne und der gibt so oft Tipps dazu. Oh. Da hättest du garantiert den sicheren Zuschauer, der gibt dir auch gerne Tipps. 100 Pro. Es ist ja auch schon eingetragen von mir. Es ist von mir eingetragen worden, dass es um das Spiel Dead by Daylight geht, ne? Und er hat natürlich wieder den Titel nicht angepasst. Das kotzt mich langsam an. Ach ja. Na, sag mal, was ist denn nun? Wie oft soll ich das Ding noch eintragen? Typisch YouTuber. Ja, ne? YouTube, ja. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin mittlerweile echt am Überlegen, ob ich nicht einfach auf Twitch rübergehe. Ja, ich weiß, damit werde ich langsam untreu, aber es nervt mich. Weil YouTube ist mittlerweile eine Bugtube. Ist es einfach so. Es war es doch schon immer. Ich weiß, ich wollte es eigentlich gerade noch ranhängen, aber es war nur innerlich. Was? So im Kopf habe ich mir schon gesagt, so, es ist schon immer Bugtube gewesen. So ja. Mit dem 1.0 Update, ne, wo es dann losging, hier, dass sie anfangen, ihr scheiß Dingens zu ändern. So, wir sind im Spiel. Ich noch nicht. Ich lade noch. Ich bin im Spiel und ich sehe gerade, wir sind in Springwood. Oh, entkommen. Sehr schön. Spiel beendet. Tippi, du hast gewonnen. Nein. Ja! Runde beendet. Das war's. Das kürzeste Spiel ever. So, wir haben gerade 3 Zuschauer. Schön, dass ihr am Start seid, Leute. Ja. Freut mich. Hey, ihr Sternstuppen. So. Das muss ich bringen. Ist in Ordnung. Das muss ich bringen. Der ist ja selber auch YouTuber. Schaut bei ihm mal vorbei. Ich habe extra den Link nochmal reingehauen. Und wir fangen hier nochmal an. Wir laden. Wir leiten den Diebstahl dazu ein, dass er bei uns mit reinkommt und leidet. Ja. Wenn man laden würde hier. Da habe ich so neue Hardware gekauft. Und dann lädt er hier ewig. Lädt überhaupt. Das kann schon mal dauern. Das ist das einzige Manko an Dead by Daylight, wie ich finde. Wenn man Leute einlädt, es dauert halt. Kaufst eine neue CPU, da hast du Ladezeiten wie sonst was. Ach ja. Das kommt vor. Ich habe das Gefühl, er lädt hier gar nicht, das ist das Problem. Falls es noch jemanden da draußen geben sollte, der Bock drauf hat, mit uns zusammenzuspielen, kann sich jederzeit gerne anschließen. Ihr dürft auch blutige Anfänger sein, ist kein Problem. Ja. Kommt einfach mit dazu, wir freuen uns drüber. Ich meine, hier spielt der größte Anfänger überhaupt mit, deswegen. Ich kenne meine Fähigkeiten nicht. Man kann nur besser werden, indem man übt. Übung macht den Meister, das ist einfach so. Habe ich mal von gehört, dass das so sein soll. Soll so sein, ja. Ach, ich kann manche Spiele spielen, da komme ich nie voran. Das ist so. Gerade PvP-mäßig. Ach, das wird schon. Wir können auch gerne noch eine Runde AVP spielen. Ja, wie war das damals mit 3:30 oder so? Ach, wird schon. Das war lange her, ich habe das Video nicht mehr. Dieses Duell da, wo du mich damals herausgefordert hast, ewig lange her. Komm schon. Das war eine Abreibung, ey. Das war eine Abreibung. Ja, vielleicht müssen wir dieses andere AVP spielen, das ist ein bisschen moderner, anfängerfreundlicher. So, wie gesagt, Einladung habe ich nochmal rausgesendet. Dann lädt der hier noch überhaupt? Hängst du jetzt im Ladebildschirm oder was? Ja, immer noch. Das dürfte eigentlich nicht mehr sein. Hallo? Hallo? Hallo, Spiel? Hallo? Nein, das bin ich. Kroma. Hallo Spiel, bist du noch da? Das Spiel antwortet nicht. Nee, hier tut es Sinn, so will er gar nichts machen, aber jetzt lädt die fest, irgendwie Festplatte macht er irgendwas. Aber na, Hauptsache, du hast jetzt keine Fehler. Ja, keine Ahnung, ob er überhaupt aufnimmt. Jetzt weiß ich auch nicht. Nee, ich glaube nicht, dass die Server offline sind, Kroko. Eigentlich nicht.
Ich habe nur ein fettes Ladebildschirm. Ich höre ja auch noch unseren lieben DB auf der anderen Seite. Die Server sollten eigentlich alle da sein. Ich gehe jetzt noch mal ganz kurz gucken, aber ich glaube nicht. Ich google mal fix. Warum sollte die plötzlich nicht mehr gehen, wenn ich hier spielen will? Ob es da aktuelle Störungen gibt, dann mal sehen. Bei mir bleibt nein, gar keiner. Der bleibt hier irgendwie mittendrin hängen. Bei mir. Verneut das hilft vielleicht. Ich bin im Spiel drauf, das ist eine Suche nach einer Partie, man findet kein Spiel. Also es gibt bis jetzt eher Verbindungsprobleme in der Hinsicht, dass man keine Partie findet. Na gut, aber wir haben Leute gefunden. Aber das war auch das letzte Mal vor 4 Tagen. Störungstechnisch. Ja. Jetzt liegt an dir, DP. Was ja. machst du draus? Ja, überlege ich auch gerade. Alte 4. Ja, dann wird die Aufnahme abgebrochen, so blöd. Da muss ich zusammensnippeln irgendwie. Dann musst du schnipseln. Ja, muss ich das schnippeln. Ist leider das stimmt. So. Das stimmt. Wie gesagt, Leute, die es jetzt noch nicht so mitgekriegt haben, schön, dass ihr da seid. Der Diebster, mein lieber Kollege hier, der ist gerade nebenbei am Aufnehmen, während ich Livestream mache. Und wir haben gerade ein technisches Problem. Wie wird er wohl damit umgehen? Ihr werdet es sehen in diesem Livestream. Ja. Ja. Was machst du jetzt? Ja. Du kannst jetzt noch gerne 2 Stunden warten, aber dann bin ich offline. Ja, deswegen werde ich mal, hab mal kurz bei mir abgebrochen. Okay, alles klar. Hört mal, spiel tatsächlich mal. Passiert. Du weißt, wie es ist. Wenn er denn das macht. Technische Malfunktion. Wenn er das denn machen will, Taskmanager, bitte. Blöd. Fängt ja gut an hier. Anschauungsmaterial haben. Anschauungsmaterial gibt es bei mir genug. Ja, ja, sag ich ja. Dead by Daylight. Sag ich, das ist sag ich, definitiv ja. klar. Was sagst du denn jetzt eigentlich als Anfänger zu dem Spiel? Sagst du, es ist cool oder es ist recht schwierig oder ich denke mal, es macht Spaß, aber auf der anderen Seite ist es recht schwer zu meistern. So sehe ich das jedenfalls. Ja, das Gefühl habe ich so durch das Tutorial auch gehabt, dass es knifflig sein könnte, wenn es gegen andere Spieler geht. Das ist definitiv der Fall, weil jeder Mensch ist anders, ne, von seiner Reaktionsfähigkeit her. Der eine, der hat halt den totalen... Oh, da ist der Diebster ist da, Leute! Ja, ich bin wieder da. Wow! Gucken, ob es jetzt funktioniert. Hoffen wir jetzt mal, ja, das, also die letzte Runde, das war nicht dein Fehler, das war der, das war der Fehler vom Killer. Der ist nämlich immer der Host und wenn du eine Host-Verbindungsstörung hast, dann liegt es meistens am Killer. Okay. Ich kann jetzt schon mal sagen, es sind Russen! Ah, ja. Wie oft habe ich das Problem, dass ich in der Hinsicht das keine Connection reinkriege? Oder halt Asiaten, ne? Aber die Entwickler von Dead by Daylight sind halt der Meinung, das Spiel ist komplett perfekt. Es gibt Online-Memes zu diesem Spiel. Ja, dann ist alles gut. Dann lachst du dich genauso kaputt. Dann ist alles gut. Ja. Also in der Hinsicht, da kannst du keinen Fehler machen. Schön, dass ihr da seid, Leute. Und danke für Daumen hoch und Daumen runter. Bin ich total von begeistert. Ja, klar. Mich persönlich interessiert das nicht. Mich baut das prinzipiell auf, weil man hat eine Meinung darüber. Naja, wenn man nur den Ladebildschirm sieht, bei mir gibt es auch nur Daumen runter, ist klar. Ist ja vollkommen klar, aber dafür können wir ja nichts. Ja. Wie gesagt, das ist der Host. Da können wir nicht viel machen. Wir warten auf die nächste Connection und ich sehe schon, wir müssen jetzt halt auf den nächsten Spieler warten. Falls es da draußen jemanden geben sollte, der das Spiel besitzt, schaltet ruhig rein, fragt nach, ob ihr mitspielen könnt. Wir nehmen jeden mit, ist kein Ding. Ja. Und da haben wir auch schon unseren nächsten Purple Keys mit der Mac Thomas, Ben Lee, Kate Denson, Claudette Morel von Deepstar und von mir Detective Ertappt, wie immer. Ja. Daumen runter, hallo Vincent, genau so ist es. Hallo Vincent, schön, dass du da bist. Ja, hallo. Grüß dich. Halli, hallo, hallöle. Hauptsache es macht Spaß, eine Runde Final Fantasy zu spielen, mein Stinger. Ach ja. So, wir warten. Ja. Auf den letzten Überlebenden, das endlich annimmt. Ja, geht ja. Doch. Ja. Wundervoll. Vielleicht haben wir jetzt eine funktionierende Runde. Das wäre schön. So, mal gucken, was passiert. Aber geben uns Mühe. Wir geben uns Mühe. Auch um Ladebildschirm. Wir geben uns Mühe. Aha, jetzt gibt es auch ein bisschen Aktivität hier auf dem Ladebildschirm.
Ja, stimmt. Vorhin hat es nämlich eben gar nichts geladen, ne? Ach, Und bei. das ist meistens so ein Hinweis darauf, dass der Host getrennt hat, beziehungsweise Verbindungsabbruch hat. Ach Das ist so, halt echt mies. hattest du das auch eben oder was? Ja, natürlich. Ach so, So wie das immer. weiß ich ja Das nicht. ist, Ich das kannst du auch an jedem anderen Livestream beobachten. Wenn der Balken sich nicht schnell genug füllt, dann ist das meistens ein Verbindungsabbruch. Der versucht dann halt zum Host zu verbinden und dadurch füllt sich der Balken nicht, ne? Das ist ein großer Fehler vom Spiel. Aber hey, this game is very bug-free, ne? Ja, So wie man es kennt. kenne ich, habe ich Ja. mal gehört. Ja, schon immer. Habe ich bei vielen Spielen mal Auf gehört. Steam in der Community kannst du unter dem Spiel einiges finden, was mit diesen Videos zu tun hat. Es tut sich was! Ja. Es lebt! Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Also sowas kann man eben nicht! Angezeigt, welcher Überlebender es ist. Hast du da schon was gesehen? Nein, ich hab so, ich bin, der Balken ist, der war voll, das meinte ich. Ach so, der Balken ist Der voll. ist Balken, der Balken ist voll bei mir. Das Das ist ist. aber nur die halbe So weit kam Miete. ich eben gar nicht. Eben. Der blieb nur bei der Hälfte nämlich hängen. Bei mir. Ah, jetzt gibt's. Ja! Wir sind im Spiel. Schaurige Speisekammer. Na, guck mal Lecker, da. lecker, lecker. Überlebende. Gut, ich bin auch einer von denen, aber der Killer denkt halt so, das meinte ich. Ach so. Was nun? Ich habe jetzt schon gedacht, unser Diebster, der steht auf der anderen Seite. What the fuck? Hilfe! Genau, ich verrate dem Killer die Position. Hier sind sie. Ja, schon klar. Du So. Schwein, du! Na Okay. gut, okay, wir gehen erstmal an den Generator, den wir hier sehen, und schön die Quicktime-Events durchziehen. Fuck, ich bin weg. Naja, ich sehe ihn. Ja, ist schön, wenn du ihn siehst. Ich Ich. habe ihn hinter mir. Ja, Ich habe ja. ihn hinter mir. Ich renne ja an dir vorbei. Du musst schneller sein. Ich krabbel hier so ein bisschen dran vorbei. Ich werde gleich wahrscheinlich alle, ich werde sofort erwischen, dann weiß ich nicht, was passiert, aber. Ah, ich überlebe. Ist ein Babykiller, ist ein Babykiller, ist ein Babykiller. Nein! Es ist ein Babykiller. Das war jetzt ganz blöde Scheiße. Also Leute, wir werden heute jemand sehr oft schreien hören, wie ich mitbekomme. Und das ist wundervoll. Es ist Scheiße. kein Chroma. Was, Scheiße? Ah! Was ist denn hier los, Dietrich? Ich werde verfolgt von so einem Scheiß. Was ich von was Geil. für. Oh, 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 Scheiße. Direkt vor meiner Nase liegt er im Dreck. Hatte ich keine Chance, dem zu entkommen. Ist kein Problem, ist kein Problem. Immer mit der Ruhe. Wir sind ihm entkommen. Wir sind auch nicht weggerannt. Wir haben uns direkt vor seinem Gesicht versteckt. Scheiße. Ach, immer mit der Ruhe. Er ist gerade schon weggegangen. Hey, nein, 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 nicht befreien. Immer schön abwarten. Ich befreie dich schon. Siehst Okay, du? das Und jetzt ja. schnell in diese Richtung. Los, komm. Lauf, 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 lauf. Hauptsache, du rennst schnell weg. Genau. Jetzt hier beispielsweise hier so in diesem So. hohen Zeug kannst du dich gut verstecken. Geh weg. Geh Okay. weg. Ich bleib hier. Ach, siehst du, er hat den Oh. anderen. Bleib hier, bleib hier. So, Ich dann hätte kann ich dich das. erstmal ganz in Ruhe. Ich hätte das auch Ich jetzt mit heile dich. Selbstheilung machen können, ne? Selbst. Warte mal kurz, warte kurz. Ich benutze meinen Sandy-Kasten, dafür habe ich ihn ja. So, siehst du, guck mal hier. Der eine Ben Lee, der hat direkt einen Disconnect gemacht. Ja, voilà. Und damit ist er schon schlechter wie du. Er Ja. hat einfach einen DC durchgeführt. Oh, Oh. da war Er hat sich er. versteckt hier oben über uns. Da Mehr nicht. war er, ja. Okay. Moin und auch gute Nacht, meint unser RMC und RMC ist unser Aiken im Zuschauerbereich. Grüß dich, Aiken, schön, dass du da bist. Wir spielen hier gerade mit dem Diebstar, der hat noch recht wenig Ahnung vom Spiel. Von daher Ja. versuchen wir ihm ein bisschen was zu zeigen. Yep. Man muss Aber immer ja easy. irgendwie anfangen, ne? Ja, natürlich, jeder muss mal anfangen in dem Spiel und der Diebi, der hat absolut keine Ahnung, der hat nur das Tutorial gespielt, hat ab und zu ein paar Videos geguckt und der braucht jetzt ein bisschen Hilfe, von daher ist er mit mir unterwegs. Das passt schon. So, wo geht's denn jetzt hin? Wo Immer bist einfach Generatoren reparieren, wie immer. Wie gesagt, wir haben jetzt natürlich die Arschkarte bei der ersten natürlich wieder. Es ist der Geist, ich muss jetzt offline gehen, ich habe keinen Bock mehr. So wie man es kennt. Mahlzeit, Celine, schön, dass du am Start bist.
falls du es noch nicht mitbekommen haben solltest. Wir spielen hier gerade mit dem Deepster. Der Deepster, yep, da ist gerade ein Anfänger. Und den versuchen wir so ein bisschen das Spiel näher zu bringen. Genau, hey ja. Und natürlich mache ich erstmal einen Fehler. Ich lasse erstmal den Generator explodieren. Und jetzt muss ich rennen. Eigentlich sollte ich rennen, aber ich bleib hier. Wo ist der Typ hier? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich wird er gleich bei mir sein. Wenn ich mal diese Generatoren finden würde. Ja, ich hab's gerade schon. Ich hab einen mal gesehen, den wollte ich reparieren, habe ich dieses scheiß Quicktime-Event vergeigt. Du musst auf diese, es gibt da diese, wenn du jetzt bei mir gerade im Livestream gucken könntest. Kann ich nicht. Denk an solche komischen Lampen, die oben an, die halt wie so eine Art Laterne in der Nähe hängen. Ach so, diese. Okay. Genau, und da hängt der Generator dran. Wie geht's? Ja, soweit ganz gut. Voll abgetankt und gleichzeitig versuchen wir halt jemandem was beizubringen. Und wir verkacken es halt. Wir haben den ersten Disconnector, das war ein Random Player. Und jetzt versuchen wir halt das Beste draus zu machen. Wir spielen gegen den Geist. Ja, wir geben uns halt Mühe. Ja. Ob wir nun gewinnen oder nicht, liegt an unserem Skill und unser Luck. Naja, also ich würde eher sagen, am Glück bei mir. Scheiße, schon wieder missgebaut. Jetzt bei mir jetzt gleich dein erster Generator, wenn ich Glück habe. Ich finde den jetzt gar nicht, ey, verdammter Mist. Hat's es gibt mehrere. Ja, ich weiß, was mehrere Fünf sind. Du musst das zum Laufen bringen und mindestens... Und da ist er! Und da ist er bei mir, der kleine Sack! Ich irre jetzt ein bisschen ahnungslos rum, tut mir leid. Oh, hat mich verliert. Der läuft jetzt, okay. Hat mich getroffen. Okay. Naja, ist das Gebot einmal überleben? Es ist ein Anfänger. Kann ich jetzt schon mal sagen. Ist ein Anfänger. Okay, was ist jetzt los? Läuft der? Läuft der schon, dieser Generator? Nee. Hilfe! Nein! Oh Mann! Jetzt habe ich dir Leute wieder abgelenkt. Oh oh! Oh oh! Nein, 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 nein. Hast du jetzt auf dich gelenkt, oder was? Ja, weil ich wieder so dummes Quicktime-Events vergeigt habe. Erschreckt man sich bei DBD? Ja, je nachdem, Celine, ne? Wenn du Anfänger bist. Dann erschreckst du dich schon am Anfang. Wenn du den Spieler kennengelernt hast, dann nicht. Ich erschreck mich eher wegen diesen blöden Quicktime-Events, die ich hinkriege. Ja, du liegst schon wieder auf dem Boden, kann das ja sein? Ja, ich bin gleich wieder tot. Ich bin gleich tot. Alles klar, immer in Ruhe. Ich bin gleich im Armer. Warum der dich so weit wegschleppt hier direkt an der Ecke, wo ich stehe, ist nein. Du bist schreckhaft? Cool, dann bleib doch hier. Dann hast du vielleicht ein bisschen Spaß. Ich wurde gerade eben von dem blödesten Killer verfolgt, und zwar diesen Geist. Pass auf, der macht sich gleich unsichtbar. Na, du kriegst mir die scheiß Spinne. Ja, immer schön E. Das ist übrigens. Ja, bei mir ist leer. Bei mir ist eine Leertaste. Tut mir leid, kein Problem. Du kriegst mir die blöde Spinne. Das ist die Entität und nicht eine Spinne. Ja, die ist auch eine Spinne, also eine scheiß Spinne ist es. Warte, ich helfe dir ganz schnell runter, was? Aber ich kann dir nicht versprechen, dass du gerettet bist. Er ist hier hinter dir wieder gleich. Okay. Lauf! Der Idiot hat erstmal die Schränke gecheckt. Bin hängen. Ich bin hängen geblieben, scheiße. Er hat dich gesehen. Ja. Er sieht dich. Echt jetzt? Und ich sitze direkt hinter euch, ohne Schutz. Echt jetzt? Mach auch holen. Okay? Ja, mache ich gerade. Ja. Gut. Sobald ich mich geheilt habe, komme ich. Verdammter Mist, ey. Was? Das Schreckhafteste ist im Übrigen die Facecam. Was soll denn das heißen? Nee, ich bin. Fick dich, Kroko. Ich bin der Schreckhafteste. Ich bin so ein Hasenfuß. Alte Let's Plays mal gucken, Horrorspielen, ne? Also, Kroko, wenn es dir nicht gefällt, ne? Es gibt genug andere YouTuber, denen du zugucken kannst. Wie beispielsweise Tanzverbot. Bei dem sieht es wenigstens im Hintergrund dementsprechend aus. Ach, hat die gerade so einen scheiß Generator gefunden und wieder vergeigt, ey. Mann! Ach, Aiken, schön, dass du dabei warst. Ja, ich weiß, Kroko, du hast mich wieder ärgern können. Weißt du, was du kannst? Mich mal, Kroko.
Warum ist jeder so gemein zu mir? Ihr wisst gar nicht, wie es mir privat geht. Ich muss jetzt heulen, als ob ich bei Germany's Next Top Model wäre, Mensch. Kenn mich gar nicht aus. Muss ich mal mitheulen. Genau, du musst aber in diesen Schein heulen und so. Ach, shit, ich habe da gerade einen Überlebenden gesehen. Ja, die sind alle besser als ich. Ja, ich bin hier nur. Ich bin grad... Oh Scheiße, ich bin dem Killer mitten in die Arme gerannt. Oh Gott. Ich bin auf Link ihm hängen geblieben da, als ich geflüchtet bin. Deswegen hat er mich gesehen. War auch blöd. Oh, hat er mich nicht erwischt, der Kleine. Ihr seid alle, ja, ich glaube, muss auch mal Video-Recherche machen. Leute, das ist nicht euer Ernst. Was ist das für ein Killer? Was ist das für ein Killer? Wenn es auch Anfänger, weil ich dabei bin, dann weiß das schon. Ach ja, ich kann mich drin verstecken, stimmt ja. Oh Gott, ey. Ist das geil, du? Ist das geil, ist das geil, du? Pupp! Weg war er. Ach, der ist schon. Was, ich voll? Der ist schon repariert, scheiße. Ich überlebe. Der Killer hat mich in Ruhe gelassen, hat keinen Bock mehr. Er jagt lieber mich. Was durchsuchen? Was finde ich denn hier? Ist das toll. Durchsuchen ist mal gut, mal gucken, was ich finde. So in 10 Minuten angeschaut, dann hat die Person gehustet und ich habe mich fast zu Tode erschreckt. Oh, WTF, Celine. Um Gottes Willen. Ich bin gern gemein zu dir. Ja, ich weiß, Kroko, du stehst ja auch auf mich. Mhm. Ach, da haben die ja zwei gefunden. Ja, männliche Liebe. Ja. Männliche Freundschaft, das Beste, was es auf der Welt gibt. Mm. Also männliche Freundschaft, okay, aber männliche Liebe, ach na. Nicht so mein. Ich bin auch bescheuert, Killer, ich sehe dich ja nicht. Nicht so mein Ding. Ach. Das Problem ist, wir streichen uns hier halt kein Problem, wenn ich mal nur Generator mal so aktivieren könnte. Ich habe immer das Problem, dass ich diese scheiß Quicktime-Events nicht hinkriege. Ich verarsche den schon wieder. Ah. Er hat mich getroffen. Nein. Okay. Ist ja schlecht. Nochmal ein ganzer. Ach! Ich hasse es! Über Ruhe. Sorry. Versteck mal, du Noob. Was soll das heißen, Vincent? Komm dazu und hilf mir bei unserem Noobie, den ich ausbilden muss. Jetzt verstecke ich mich mal kurz, damit er mich nicht sieht. Bisschen gay ist okay. Na klar, Celine, hallo, was denkst du? Du kennst mich noch gar nicht. Meine Güte. Wow! Okay. Puh, er hat mich offenbar nicht gefunden rechtzeitig. Nee, mich auch nicht. Das soll schon gelaufen. Ist der blöd? Ah. Ich kann nicht mehr, ich muss Pipi. Was? Alles gut? Scheiße, er hat mich. Scheiße, ich hab nicht hinter mich geguckt. Na, das ist natürlich blöd. Wo bist du? Ja, ist es. Wo bist du? Ich weiß nicht, wo bist du? Hab die auch noch nicht gesehen. Ja. Oh, fuck! Ach, nein! Jetzt hab ich gerade wahrscheinlich so halt wieder zu dir wahrscheinlich. Ja, zu mir meine ich. Ich krieg diese blöden Quicktime-Events nicht hin. Ich bin so schlecht in dem Spiel. Noch, hoffentlich. Ich hoffe, es gibt bald ein paar Folgen, wo ich ein bisschen mehr liefern kann. Ne? Ach, mich ärgert das halt, es scheint an diesem Quicktime-Event schon scheitere momentan. Ja, aber da brauchst du halt Übung. Habe ich noch gesagt, du hast... Zum Glück steht nichts über mich im Internet. Was soll das denn heißen, Vincent? Was steht denn über mich im Internet?
Komm schon. Was denn? Ich hab das doch gemacht rechtzeitig. Hat mich. Hat mich. Ich hab gedacht, ich schaff's noch. Selbst wenn was über mich im Internet stehen würde, ist mir scheißegal. Manche sagen, ich stalke besser als das FBI. Echt, Celine? Das ist mal was Neues. Also das FBI, das zu übertreffen, das benötigt schon eine Ausbildung vom NSA, ne? Scheiße, er hat mich gesehen, er hat mich gesehen. Nein, 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 nein. Und danke natürlich da draußen für die Likes. Vielen, vielen lieben Dank. Ah, ist das schön. Leute, schaut natürlich auch beim Diebster vorbei. Wenn ihr jetzt hier im Chat hochscrollt, dann findet ihr den natürlich. Aber ja, ansonsten habe ich jederzeit einen kleinen Code bereit. Das nennt man hier. Guckt euch das Scheiße! An. Er hat mich doch gefunden. Das ist nicht scheiße. Ah, er hat mich doch gefunden, ey. Ich war gerade an Selbstheilung und dann hat er mich doch gefunden. Okay. Na, komm schon, ey. Ich habe so das Gefühl, ich habe hier gerade schon wieder meinen persönlichen Link. Schaut mal hier, das ist der Diebstahl. Jetzt bin ich weg. Ich bin weg. Leider, tut mir leid. Ist okay. Ich bin am Generator schon gescheitert, denn nicht. Ah. Der ist an mir gerade vorbeigerannt, der Depp. Ja, geopfert habe ich mich. Ich wollte, aber habe es nicht hingeschickt. Ich habe es nicht geschafft. Ja, aber trotzdem, du hast das probiert. Ja. Naja, es gibt ja ein paar Punkte immerhin, ne? So schaut's aus. Du kriegst Erfahrungspunkte. 5 Minuten von einer Person den Namen, Adresse, Nummer, Geburtstag und Familienangehörige herausgefunden. Was soll denn das heißen? Ja, Facebook macht möglich. Facebook macht es möglich. Ja, aber auch wenn du Facebook hast, habe ich mittlerweile wenig mit zu tun, ne? Aber ja, gut stimmt. Zu wissen, Celine. Falls ich also irgendwie Infos brauchen sollte über jemanden, dann sage ich dir Bescheid. Ja. Von wegen FBI, ne? Von wegen ja, FBI. Brauchst du FBI, ich hab Celine. Aber schön zu wissen. Coole Sache. Taschenlampe brauche ich doch gar nicht. Taschenlampe, ey. Guckst du mir jetzt überhaupt noch zu? Und du bist erst 14, na, das ist ja krass. Oh. Wer so viel Internetkenntnis hat, dann wird's echt schwierig in den, naja, nächsten Jahren, wenn man gegen dich kämpfen muss, sozusagen. Das ist übel. Mm. Ach, kann ich jetzt denn gar nicht? Dann sollte ich mich ein bisschen zurückhalten. Was soll das denn heißen? Koma, weißt du noch? Kokainum. Ja, natürlich weiß ich noch, was mit Kokainum gemeint ist. Kokainum. Bin weg. Bye, bye. Schön, dass du da warst, Killer. Ich bin ja raus. Ja, zu Ö. Mit Ö. Ja, oder? Voll verarscht. Voll verarscht. Eigentlich scheint es ein einfacher Killer zu sein, ne? Und dann krieg ich's nicht hin. Einfacher würdest du mich nicht. Scheiße! Muss ich hier so erwarten, ne? Oder so. Verarscht! 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 Tja. Ich hab Angst, ich hab Angst! Ich guck mich gleich ein, Alter. Ah, er hat mich erwischt, Hilfe. Dann mach ich das mal. Leichtgewicht klingt gut. 2 Sekunden weniger sichtbar als normal, das ist gut. Hat mich. Schade. Ist ja blöd. Warum? Wer ist heute Nacht schon nicht gestört? Ja, ich weiß nicht, wer ist nicht gestört? Vincent. Ach und Celine, so. Du musst aufpassen, mein Bot mag's gar nicht, wenn du irgendwas spammst. Dein Mahlzeit, Bot. Du, schön, dass du da bist. Ich häng mal wieder. Ah, ja. Die Runde. Also, muss ganz ehrlich sagen, ich habe bis jetzt echt lange überlebt. Das ist schon viel wert. Ja.
Das tue ich sonst nicht. Ich auch gefühlt. Aber auch dank deiner Hilfe, klar. Und ich bin gestorben. Ist nicht schlimm. Ah. Ich bin gestorben. Ich armes Stück. Ich. War schön. Ja, ich war immer nicht der Erste. Ich war der Zweite. Das ist ein Anfang, ne? Ja. Wie die es überleben irgendwie, ne? Die anderen können gerade halt Generatoren machen. Ich laufe vom Killer weg. Ja, der Nightbot ist fies zu dir, Celine. Das ist doch mal so. Dafür ist er da. Wenn er nicht gemein wäre, hätte man ein Problem. Meinst du nicht? So, nichtsdestotrotz, liebe Freunde, die Runde war schon wieder so aufregend, dass ich erstmal eine Pipi-Pause brauche. Okay, dann mach das. Ja. Dann bin ich gleich ganz schnell wieder für euch da. Ja. Immer, egal wo, Manu. Ja, das ist halt so. So, ich brauche nicht lange, maximal 3, 4, 5 Minuten. Die Flasche ist nicht weit entfernt. Ja, okay. Ist ja nur ein Spaß. Die Toilette ist ein Gang weiter. Ja. Ja. Von daher, bis gleich. Bis gleich. Ja, und ich mache jetzt hier die Alleinunterhaltung. Ja, was kann ich jetzt über den ersten Match jetzt hier sagen? Wie gesagt, ich habe leider noch nichts mitbekommen. Also hingekriegt war nicht. Weil leider, ja, Generatorensuche war schon ein Problem. Und, ja, wenn ich ihn gefunden habe, habe ich es total vergeigt. Weil ich immer diesen blödes Quicktime-Event vergeigt habe. Dann hätten wir sowas schaffen können in meinen Augen. Aber weil das Problem ist, wenn das Ding explodiert, läuft entsprechend, dann kommt plötzlich der Killer. Und dann, ihr habt es ja bei mir zumindest gesehen. Und ja, deswegen, ihr werdet es bei mir sehen, sage ich mal. Weil ich nehme das ja nur auf und werde entsprechend später hochladen. Wenn ihr für meine Sicht der Dinge euch interessiert, müsst ihr dann bei mir reingucken. Dann wisst ihr, was ich meine, dass ich nichts hingekriegt habe. Erst die Suche, dann diesen Generator. Einmal die Flucht habe ich auch vergeigt, leider. Muss ich ja auch sagen. Bin immer hängen geblieben, bisschen falsch gelaufen. Aber hängen geblieben eigentlich viel mehr. So ist das. Alle Anfang nicht schwer. Deswegen spiele ich manchmal auch PvP eher weniger. Weil ich mit Niederlagen nicht so gut klarkomme. Aber jetzt hier habe ich nicht mehr das Gefühl, so viel falsch gemacht zu haben, obwohl ich weiß, dass ich nichts hinbekommen habe. Aber in Zukunft wird er besser. Jedes Spiel wird er hoffentlich die Erkenntnisse bringen. Ärgerlich. Und später, als ich mich geheilt habe, wurde ich auch noch erwischt. Der Killer lief eigentlich orientierungslos rum, da bei Chroma, und dann hat er mich irgendwie doch gesehen. Und dann war vorbei mit mir. So kann es gehen. Eigentlich war es ein dankbares Spiel für Anfänger eigentlich bei dem Killer. Ich bin vielleicht nur so, hatte nie das Problem, aber zum einen nicht. Ich bin wieder da. Ja, ich habe hier die Zuschauer unterhalten, glaube ich. Nee, hast du nicht. Ach so. Hast du nicht. Ich habe mich gemutet. Ach so. Das habe ich, wo du gesagt hattest, ich bin jetzt hier der Alleinunterhalter, da habe ich mich selber gemutet und habe dann zu den Leuten gesagt, nein, bist du nicht. Ach so. Weil ich halt in der Zeit auch mein Mikrofon deaktiviere. Passiert. Ach so, okay, das war mir jetzt nicht bewusst. Ich habe hier jemanden, den ich inviten soll. Es ist ein sehr, 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 sehr freundlicher Gast. Es ist der Vincent und er möchte mitspielen, Leute. Okay. Wir überleben mit unseren Freunden. Der Vincent, der ist derjenige, der, wo ich dir vorhin erzählt habe, der ist bessere Killer als Überlebender. Der kommt jetzt mit. Als Überlebender. Ja, das wollte ich sagen. Ich habe eben nämlich meinen Zuschauern erklärt. Ihn eingeladen und er ist natürlich schon vorhanden und er hat sich schon gemutet, denn er hat hier nämlich Adminrecht in diesem Discord-Server.